Willkommen zu einem News-Let's Play. Und zwar geht es um das Add-on Maintalbahn mit der Baureihe 642, was dazu geliefert wird. Hier sehen wir schon mal das Preview-Video. Der Livestream war vor 2 Tagen gewesen. Ich habe mir gedacht, ja, machen wir einfach mal ein kurzes News-Video dazu. Das Ganze soll nächste Woche am 28. müsste es sein. Schau kurz mal nach. Es ist. Ja, es müsste. Ja doch, nächste Woche der 28. November 2023 sein. Genau. Würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen rein. Würde auch meine Meinung mal ein bisschen dazu abgeben. Hier sehen wir gerade den Führerstand, was echt sehr, sehr nett und sehr, sehr gut detailliert aussieht. Ich habe jetzt mal den Ton ausgemacht, weil es auf Englisch ist, aber wir können gleich mal ein bisschen uns, ein bisschen können wir mal anmachen. Wir haben auch Innenanzeigen. Die funktionieren anscheinend. Sehen wir vorne RW88. Man hat ja das Ganze in der Auswahl auch als RE zu fahren. Streckenzeit dauert, soweit ich gelesen habe, 45 Minuten, also eine Dreiviertelstunde. In echt würde die Strecke ein Stückchen länger gehen, aber auch selbst, sage ich mal, 45 Minuten ist für Transit World ganz schön lange. Genau, schauen wir mal, wann er. Können wir von außen mal gucken hier. The model is awesome. Ja, sehen wir Bahnland Bayern. Das ist Frankenbahn. It's really hard to make these roads Genau. Wollen wir trains mal look gucken, like aber. set Ah, down. sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Die Sicht gefällt mir sehr gut. Which Hätte ich sounds gedacht, cool. dass sie es doch so geil We really machen. have a complete professional audio recording, but we got enough and with like a few Ja. things that we really we didn't couldn't get. We had a few people. Hi. Noch mal Ton? That's what you like to see, and afterwards we're gonna have a Q&A session, unless we run out of questions during the stream, and then we wrap up and Ja, ich muss mir schon mal ein release bisschen Kopfhörer you austauschen, back ich muss mir schon into mal the umstellen. wild. Ist ein bisschen besser. Yeah, so behind us to the right there was the main fueling station. So a lot of the trains get fueled there. And you can also do that in the timetable. So typically, like a two-car train will come in, then get split into two singles, and one will go refueling, and the other one will continue down, like as an RP. Case anyone is wondering, everything has been rebuilt. It's a copy. In case anyone is wondering, no, this is not copied. Some of the models are copied from Mein Spessart Bahn, but everything has been rebuilt. Especially the track, because the quality wasn't quite up to speed. We learned a lot of things since MSB was built. So, Busy day. busy day. That's why the DZB chime in. Yeah, this one really takes a while to get going. While we're at it, I'm gonna jump in with a few questions. I've been going through the. Ja, auf jeden Fall sind neue Sounds verbaut, was auch, also die Original-Sounds natürlich, ne, ich es auch rechnen können. Genau, also wie man sieht, ich glaube, ja, die fahren anscheinend die ganze Strecke ab. Question ist Suspension deaktiviert. So, ja, das ist bestimmt. Ah ja, genau, hier sehen wir wegen elektrischen Buchfahrplan. Das ist ja auch noch so ein Thema in TSW, sagen wir mal allgemein, dass hier dieser elektrische Buchfahrplan nicht da ist. Es fehlt noch, das wäre auf jeden Fall auch so ein Ding, was noch echt cool wäre. Hier sehen wir mal RE87, genau, das ist eine Regionalexpress, da würden wir auch bestimmt mit der Doppeltraktion fahren. Ja.
Naja, moin. Ich wollte eigentlich einen Thumbnail machen, aber... Machen wir das am besten. Machen wir so. Ja, genau. Ihr könnt euch selber auch den Livestream angucken, wenn ihr wollt. Geht auf jeden Fall über 2 Stunden. Und ja, das Ganze wird, soweit ich weiß, 30 Euro kosten. Man kann sich das Ganze auch in Steam vorbestellen. Da können wir auch mal kurz schauen hier. Gehen das zurück hier. Genau. Schauen wir mal. Drainsenwald 4. Shopseite. Man kann das Ganze vorbestellen, hat man auf jeden Fall ein Angebot, wie wir auch sehen, es gibt gerade ein paar Angebote hier. Ja, also falls ihr euch was holen wollt, gönnt euch jetzt. Mehr sparen kann man nicht. Maintalbahn. Müssen wir mal schauen, das müsste eigentlich irgendwo sein. Ich such's mal schnell. DSW4 Maintalbahn. Alles klar. Ja, auf jeden Fall spart man glaube ich 4 Euro, soweit ich weiß. Genau. Also, nächste Woche Dienstag wird definitiv ein Let's Play kommen. Da starten wir auch schon durch hier mal mit Transworld 4. Genau. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst da gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.